Weiter mit Anno 1800. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen an alle. Wir laufen ein bisschen hier rum. Hier werden normalerweise Luftschiffe gebaut. Deshalb steht auch ganz oben. Schau mal, was da oben steht. Hangar. Ich hatte das schon mal bestaunt. Dann runter übrigens ein Regenbogen. Und da hinten steht Gargar. Also nicht Hangar, sondern Gargar. Das ist ein geheimer Code. Wir hatten darüber schon mal gefachsimpelt. Der Code heißt Essen ist gar. Essen fassen. Ja? Also wenn die Arbeit, wenn es genug, das ist so eine Art wie ein Werbeplakat, wenn man hier genug zu essen hat für die Arbeiter. Ach komm, ich habe keine Ahnung, warum da Gaga steht. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe keine Ahnung. So, alles gut. Wir produzieren Unmengen von Baumwollstoff hier. Aber bringen wir den überhaupt weg? Danke an Malakian fürs erste Abo. Bitte Blumen aus dem Chat, neues Community-Mitglied. Grüße an Malakian, danke dir. Bringen wir den Baumwollstoff hier überhaupt weg? Aus Perlenpuff. Haben wir eine Handelsroute schon? Ja, eine, die von Perlenpuff nach Crown Falls führt. Das sollte auch eigentlich reichen. Wir könnten ein Schiff, ja, gehen mal schauen, in Crown Falls, wie voll das Lager ist hier. Unter den Zwischenprodukten. Baumwollstoff fast voll. Da geht noch was. Wir schicken mal ein Schiff auf Vorrat hin. Dicky! Dicky ist da. Bringt einmal Stahlträger hier hin. Sehr schön. Zauberhaft. In Perlenpuff hier bitte noch ein paar Dampfmaschinen. Dann einmal voll machen mit Baumwollstoff. Einmal 100, das reicht. Und vielleicht können wir noch andere Sachen mitnehmen hier. Das könnte man rüberbringen. Bier haben die Leute selber. Melonen, Zigarren eventuell. Schau mal, wie voll die Zigarren hier vorne sind. Zigarrenvorrat in Crown Falls. Geht so. Einmal auch voll mit Zigarren. Und einmal rüber, bitte. Ja, hier können wir noch mehr Stahlträger abliefern, wobei die haben sehr viel. Ich würde lieber das jetzt auch in anderen, woanders auch mal voll machen. Genau. Auf Ihren Befehl. Das ist noch ein Clipper. Und hier machen wir. Wir könnten auch noch mal Zigarren mitnehmen, finde ich. Das sollte auf Vorrat reichen für Capitulani. Ein neuer Auftrag? Die anderen haben jetzt ihre Bäuche leer gemacht, ihre Rümpfe. Die Esperos ist noch hier vorne. Perlenpuff, das Schiffchen lassen wir hier Steuermann. Mal vor Ort stehen. Alles gut. Das ist lieb, was du schreibst, Pepelotski. Danke dir. Sehr freundlich. Vielen Dank. Wirklich sehr lieb. Oh Gott, hier waren schon wieder kleinere Probleme. Ich mal im Lagerhaus. Dann wollen wir das einmal ausbauen. Ein Industriegebiet, das wir hier hingesetzt haben. Und ansonsten sollte hier jetzt alles schön funktionieren. Aber noch ein paar Beschäftigungseffekte hier hatten. Schauen wir mal, ob die. Wir hatten ja ein paar Produktionsgebäude noch neu hingestellt, ob die Versorgung hier noch immer passt. Aber da wir keine Wohnhäuser, glaube ich, oder kaum Wohnhäuser gesetzt haben, sollte alles funktionieren. Sehr schön. Crown Falls. Zurück nach Crown Falls. Da geht's hin. Denn das ganze Abenteuer begann ja heute. Damit, dass wir vor nunmehr vor 3,5 Stunden etwa, 4 Stunden läuft der Stream, vor 3,5 Stunden haben wir angefangen, dass wir da gesagt haben, hier vorne die Ingenieure, denen müssen wir noch ein paar Dinge liefern. Pelzmäntel war dann ein Problem, jetzt nicht mehr. Klasse. Kaffee, aber vor allem Zufriedenheit. Rum, mittlerweile auch da. Hochräder, Taschenuhren, wir sorgen schon mal für Hochräder. Den Rest dann nachher. Einmal Hochräder,
kurz checkt er Konsumwaren, die schon produziert werden. Da hatten wir auch schon alles ausgeglichen. Passt zauberhaft. Das heißt, wir produzieren jetzt erstmals überhaupt. Ach, wie hübsch das hier aussieht, ne? Mit den verschiedenen farbenen Häusern hier. Einmal Hochräder, bitte. Dafür brauchen wir ein Hochradwerkhalle. Wir brauchen Kautschuk aus der neuen Welt. Und das stellen wir hier auch her. Haben wir zufälligerweise bereits Kautschuk vor Ort? Vorher lohnt sich ja nicht, irgendwas anzufangen hier. Schaut mal hier. Hier können wir auch noch ein paar Bäumchen pflanzen. Verschiedene. Und in Bergnähe würde ich sogar eher noch Nadelbäume hinsetzen. Das finde ich eigentlich stimmiger, weil es da kälter ist potenziell, weil es halt höher ist, so stelle ich mir das vor. Und gerne auch weiter hier noch in Klippennähe Nadelbäume. Hier vorne ist recht. Klasse. Das ist die Burg, bei der wir manchmal schon Spaziergänge gemacht haben. Verschiedene Bäumchen überall dazwischen gepflanzt. Prima. Und in Stadtnähe gerne noch ein bisschen Kirschholz und die ein oder anderen, genau, verschiedenfarbige Kirschenbäumchen. Deko. Und das war's jetzt. So. Bier vor Talent fragt, ob Anno Aznur im Mid- und Late-Game ungebalanced wäre, was Einkommen und Kontostand betrifft. Das ist eine spannende Frage. Ja, also es kommt drauf, also es hängt von zwei Sachen ab. Das eine ist, ob du gegen KI-Gegner spielst und wie schwer die sind. Wenn du dir harte Gegner stellst, dann musst du die natürlich erstmal klein kriegen. Wenn du die klein gekriegt hast und du bist dann im Mid- oder im Late-Game, dann hast du es dann natürlich einfach, aber du willst ja auch eine Belohnung haben für deine Mühen. Die andere Sache ist die, ob du mit die, also wie viele der DLCs du nutzt, der Season Passes. Das ist auch eine Marketinggeschichte. Die Entwickler wollten natürlich mit der, also die Season Passes rausgebracht haben, nicht nur Erweiterungen bringen, die schön fürs Auge sind, dafür sind ja auch mehr die Deko-DLCs dazu, die sogenannten kosmetischen DLCs, sondern die wollten mehr Komplexität bringen und sie wollten auch, die Komplexität sollte ja auch nützlich sein. Dadurch sollte man ja auch einen leichteren Spielfortschritt haben. Weil ansonsten sind die potenziellen Käufer einfach nicht motiviert, sich das Zeug zu holen. Also der Anreiz bei... ist unterschiedlich hoch natürlich, je nachdem welchen der DLCs, der Season Passes man sich kauft. Aber manche von denen setzen halt massiv auf wirtschaftliche Vorteile und kaum auf ästhetische Vorteile. Und das bläst einen dann natürlich um. Also sowas wie die Industrialisierung, der DLC, der dafür gesorgt hat, dass man hier auch die Landwirtschaft industrialisieren kann. Das ist... Das bläst natürlich die ganzen Fassaden der
des landwirtschaftlichen Berlingsings um. Das pustet alles um. Ne? Das ist Wahnsinn einfach. Auch die Speicherstadt, die hat, ist einerseits Deko und andererseits die bläst potenziell auch das ganze Berlingsing um. Das ist so. Aber da muss man halt, das ist aus Entwicklersicht oder aus Publisher-Sicht logisch, weil die wollen das Zeug auch verkaufen. Und wenn die nur Komplexität bringen würden, das hätte vielleicht nicht dafür gesorgt, dass die für ihre Arbeit auch genug Käufer bekommen hätten. Und deshalb neigen nicht nur dort, sondern bei vielen anderen Spielen auch die Entwickler von Strategiespielen beim Herausbringen von Season Passes und DLCs dazu, dass diese neuen Spielelemente attraktiver sind als die, die man vorher schon hat. Das hast du auch bei 4X-Spielen, das hast du auch bei Civilization. Die vielen Völker und Zivilisationen, die rausgekommen sind durch die DLCs, die Völker sind oft dann auch, wenn man die gut spielt, attraktiver und bringen deutlichere Spielfortschritte als die, die man vorher schon hatte. Und das gibt es auch bei vielen anderen Strategiespielen. Ist halt so. Ist auch nachvollziehbar. Das liegt im Wirtschaftsmodell. Also die müssen halt Käufer haben für ihre Arbeit. Und deshalb, da müssen wir Spieler und Spielerinnen uns auch im eigenen Schopf packen und müssen sagen, hey, wo springen wir an, wenn wir Erweiterung kaufen? Und ich will mal wissen, ob es einen von euch gibt, mich eingeschlossen, Hand aufs Herz, der nicht dadurch verführbar ist zum Kauf, dass sie sagen, boah, wenn wir das spielen, haben wir es aber einfacher. Das will ich unbedingt mal ausprobieren. Das sieht cool aus. Das könnte ich geschickt einsetzen und coole Spielfortschritte haben. Will ich mal einen oder eine von euch sehen, mich eingeschlossen, die darauf nicht anspringt. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Kiss Media fragt, was die durchschnittliche Zeit für Anfänger ist bis zur höchsten Stufe. Bin ich überfragt, müsste so die Publisher fragen. Das kommt auch darauf an, wie viel Zeit du verbringst mit Schönbau, wie viel Zeit du dir lässt. Du wirst oft gar nicht gehetzt. Wenn du langsam baust und die Stufen langsam ausbaust und mehr in die Breite als in die Höhe baust, also bei den sozialen Stufen nicht so schnell vertikal, sondern erstmal in der Fläche ausbaust, dann dauert es länger. Kautschuk. Haben wir vor Ort Kautschuk, damit fing das ganze Thema hier an. Kautschuk ist hier vorne, Lager bei Null. Wir müssen also erstmal was hier hinbringen. Kautschuk gibt es nur hier vorne. Haben wir schon irgendwo eine Kautschuk-Produktion? Hier nicht. Irgendwo. Ja, wir haben irgendwo eine Kautschuk-Produktion. Und zwar auf, wo kann ich sehen? Gott, wie finde ich das am schnellsten? Hier gibt es zwei Reiter, einen für den Produktionsverlauf und einen für die Produktion. Hier sehen wir, in Rumba Zumba wird das gute Zeug hergestellt. Das heißt, auf der Insel hier vorne, die haben wir zwei Kautschuk-Plantagen. Und die eine scheint mit Öl oder mit Dünger zu funktionieren und die andere noch nicht. Null. Null? Ach, wir machen das über die Haciendas. Die sind hier nicht aufgelistet. Wir müssen zwei Haciendas-Module haben für Kautschuk. Kann das sein? Ja, zwei Kautschuk-Farmen haben wir. Und wo sind die? Da oben. Okay. Und der hier vorne. Die beiden stehen ja nebeneinander. Und der ist mit Traktor und der ist ohne Traktor. Und deshalb kann man hier nur eine Traktorscheune hinsetzen. Ja, da wird ich auch nicht dran rumdoktern. Dann müsste man ja alles neu bauen. Das machen wir sicher nicht.
Das heißt, wir können die überall hinsetzen. Ob es in Anno 1800 auch feindliche KIs gibt, ja, Pepelotzki, du kannst ja beim Spielstart KI-Gegner einstellen, gegen die du spielst. Die gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Wenn du möchtest, kannst du das machen. Ich mach's halt nicht. Aber wenn noch ein Besser und die Arktis besuchen, fragt German Karma, Arktis in dieser Partie vermutlich nicht, weil das haben wir schon zweimal gemacht. Es ist sehr storylastig. Enbeza, ja, ich kann es mir kaum anders vorstellen, weil man sonst die Spielstufe der Gelehrten nicht hat, dann keine Itemforschung betreiben kann. Ob ich im Urlaub war, Trojaner? Du hast meine... Nee, war ich nicht. Wir schauen, das können wir überall machen. Wir können überall Kautschuk gewinnen. Den Kautschuk, den wir hier gewinnen, wofür ist der? Wofür nutzen wir den Kautschuk vor Ort? Was machen wir denn daraus? Wozu nutzen wir den Kautschuk vor Ort? Gar nicht, oder? Für die Luftschiffe? Nee, wofür? Machen wir eine Exportroute für Kautschuk? Ja. Die Tropenzwillinge? Kautschuk wird hier oben hingebracht. Von Rumba Zumba nach Tropacabana, weil es in Tropacabana keine Hacienda gibt. Und von Tropacabana aus wird das Zeug dann transportiert wohin? In die alte Welt. Nach Mulzhaven. Das ist ja spannend. Dann lass uns doch der Übersichtlichkeit halber das so machen, dass wir auf einer der beiden anderen Inseln den Kautschuk herstellen, den wir dann nach Kap Trelawney bringen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, der Abwechslungshalber, wir machen das hier in Marabullo. Das wäre mal eine coole Alternative hier. Ja. Hier vorne. Denn das ist so süß und kleinlich hier. Wir haben keine... Haben wir einen Ölhafen? Nee, ne? Wir hatten immer darüber geredet. Nee, wir haben keinen. Wir haben keinen. Wir hätten hier Öl, und zwar viel, wir nutzen es aber nicht. Wir könnten einen Ölhafen, aber wir haben einen Besucherhafen hier. Da spricht er dagegen. Also dann würde ich es ohne Not nicht machen, weil Ruß und Dreck und Eisenbahn und Ölhafen und so weiter, die machen ja, dann ist der Besucherhafen irgendwie entwertet. Das ist ja das Touristencenter. Aber Kautschukplantagen gerne. Die können wir setzen in Reichweite. Der Hacienda als weitere Module hier vorne hin. Zwei Stück. Boah, hier ist echt nicht viel Platz, ne? Soll es trotzdem machen? Es wird niemals eine große Siedlung hier werden. Wir machen das hier vorne. Zwei Kautschukplantagen hier bitte hin. Eine Hacienda Farm. Ach, schaut mal, Kautschuk könnte man sogar normal anbauen hier irgendwo. Wäre eine Überlegung wert, aber ist natürlich alles andere als platzschonend dann. Wir machen es mal hier vorne. Und haben wir ein Lager? Da vorne sind mehrere Lager. Da vorne hinten ist auch noch eins. Wir setzen das an den Rand und ziehen die Plantagen dann da unten hin raus. Das eine setzen wir. Hier hin. Wir werden immer noch nicht gebraucht. Etwas Geduld bitte. Etwas Geduld hier. Unfassbar. Das ist ja doof. Hier ist der Eingang. Das sieht ja langweilig aus. Das machen wir nicht. So, wo ist der Eingang jetzt? Auf der gegenüberliegenden Seite. Vielen lieben Dank. Veräppeln kann ich mich alleine hier. Gut, machen wir das noch ein bisschen anders. Dann machen wir... Das Lager ist voll, Hefe. Das machen wir hier vorne lang. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt.
Ja. Ach Quatsch, Entschuldigung. Absoluter Denkfehler meinerseits. Absoluter Denkfehler meinerseits. Ich hatte was ganz anderes vor. Ich wollte nämlich das weiter nach links schieben, damit das hübscher aussieht mit dem Eingang. So, der Eingang. Ach, lässt er dich mal hochziehen, bitte. Einmal drehen. Ja. Jetzt der Eingang wo? Hier vorne. Geht ja immer noch nicht. Na bitte. Jetzt ist der Eingang da, wo er sein soll. Ich weiß, das ist irgendwie, aber komm, lass mich. Ich wollte, dass der Eingang hier ist. Genau an der Stelle hier vorne. Jetzt hier. Wir müssen das Land erst vorbereiten. Hier vorne. Mhm. Einmal so. Das war gar nichts. Einmal hier rein. Dann hier vorne. Also. Das ist so okay. Einmal Kautschuk bitte. Anzapfen. Klingt recht harmlos, um einen Prozess zu beschreiben, an dem ein Baum so stark eingeritzt wird, bis sein milchig weißes Blut fließt. Leute, jetzt mal eine ernste Frage an euch. Wie schätzt ihr den Charakter des Texters ein, der bei Ubisoft Blue Byte in Mainz diesen Text geschrieben hat für Kautschuk? Welcher Stimmung war er? Blickte er gerade, er oder sie, gerade optimistisch aufs Leben, gelassen, voller Lebens- und Liebesglück eventuell? Oder war das ein Mensch, der oder die gerade gekränkt war, vielleicht gerade das Herz gebrochen, pessimistisch in die Welt blickte oder vielleicht gerade nur, was weiß ich, einen Pickel hatte im Gesicht an einer Stelle, der einen total ärgert? Ich lese den Text nur einmal vor. Anzapfen. Ich versuche nicht übertrieben zu betonen, ja? Ich lese einfach so ganz neutral vor hier. Ganz neutral. Anzapfen. Klingt recht harmlos, um einen Prozess zu beschreiben, bei dem ein Baum so stark eingeritzt wird, bis ein milchig weißes Blut fließt. Also ich habe es mal ganz neutral vorgelesen, ja? Wie schätzt ihr den Charakter ein eines Menschen, der einen solchen Text schreibt? Hm? Der Text wurde auf einen Montagmorgen geschrieben. Ein Red Scavenger. Jack the Ripper hat sich als Entwickler eingeschlichen. Ein ausgeglichenes Gemüt, meint er gegen Decker. War ein guter Tag bei diesem Zeitgenossen, meint Matt Eagle. Wenn ihr meint, okay, bitte. Vielleicht habe ich da was hineingeheimnist, was nur ich hineingeheimnist habe. Jetzt
füllen wir hier alles schön. Ja, zauberhaft. Je länger ich Anno als 100 spiele an einem Samstag, desto mehr klinge ich nach meiner Meinung wie... Wer ist nochmal der mit den Locken, der so früh verstorben ist, der mit... die Bilder nicht malte mit Pinseln und mit Bob Ross, ne? Nee. Ja, doch, ja. Weil so heißt er doch, oder? So hieß er doch, Bob Ross, genau. Weil ich finde persönlich, je länger ich Anno spiele, desto mehr verändert sich mein Tonfall während des Streams und ich beginne sowas zu sagen wie, ja, alles ist möglich, alles geht. Wir können keinen Fehler machen. Hier ein Tupfer, da ein Tupfer. Jetzt noch ein bisschen mit der Farbe hier vorne. Eine Kontur entlang gezogen. Wir können das, ihr könnt nichts falsch machen. Und ich auch nicht. Das ist doch Bob Ross, oder? Danke, ja, Bello Bismarck, vielen lieben Dank. Und ihr anderen auch. Es gibt ein Emote auf Twitch, das so aussieht, als ob. Hier setzen wir noch eine... Das sieht ein bisschen doof aus hier. So, und ist der Kollege hier unter eine zweite Avienda-Kautschuk-Plantage brauchen wir noch. Das Lagerhaus hier wird ein paar Problemchen bekommen, befürchte ich. Es wird alles ein schlimmes Ende neben mir. Das ist totaler Quatsch hier, was ich mache. Was ist denn das hier? Wieso geht die Straße denn so hier lang? Das bauen wir an das Lagerhaus hier ran. Was wir brauchen dafür ist nur ein winziges Stückchen Straße. Und schau mal, wo der Eingang ist. Das ist der Lagereingang hier, ne? Schau mal, das ist der Eingang hier für die Plantage. Und es ist tatsächlich so, alle Gebäude, alle produzierenden Gebäude müssen nicht mit dem Kontor verbunden sein per Straße. Es ist nur mit dem Lagerhaus. Die Lagerhäuser müssen halt mit allem verbunden sein. So, genau das hier, Achtung. Und jetzt ist das verbunden hier. Jetzt ist das genau hier verbunden. Ja. Tja, geht doch. Jetzt setzen wir hier noch irgendwie absurde Deko hin. Mal gucken, was. Könnte man da hinsetzen. Ich kann es in vorauseilendem Gehorsam auch selber jetzt hinsetzen. Aber vielleicht fordert ihr mich mal dazu auf. Malakian, nochmal vielen Dank fürs erste Abo hier. Danke dir. Hast du deine Blume aus dem Chat bekommen? Wenn nicht, doch hast du, ne? Wenn nicht, dann bitte ach, einfach nochmal. Malakian. Ein Katzenklo, das habe ich leider nicht im Angebot, aber du bringst mich da auf eine Idee. Wir gehen mal in die landwirtschaftlichen Ornamente rein und ein Plumpsklo kommt hier hin. Und auf die gegenüberliegende Seite. Guck mal da hin. Das könnte man auf die gegenüberliegende Seite hinsetzen. Ein Wassertürmchen. So. Zu bewässern der Kautschuk-Plantage. Das irgendwie witzig ist, weil wir im Regenwald sind und es ständig regnet, wie im Augenblick auch. Saschkinai, danke fürs 19. Hi. Liebe Grüße an Saschkinai. Jetzt gucken wir mal, kriegen wir die Lücken hier gefüllt? Nein. Hm.
machen wir hier raus? Hier lang. Einmal so. Genau. Das ist das Lagerhaus. Wir gönnen wir einen Ausbau. Da schauen wir uns das auch einmal aus der Nähe an. Ich kann der Versuchung nicht widerstehen. Im Morgengrauen. Anno spielt ja auch in der Geburtsstunde des Industrialismus. Zumindest anfangs. Mittlerweile, erst recht durch die vielen DLCs und so weiter, eher irgendwo Ende des 19. Jahrhunderts. Oder, um mal die GameStar-Kollegin Geraldine zu zitieren, 1900 plus, hat sie, glaube ich, gesagt. Also bei einem Gespräch, das wir hatten bei dem Podcast zu Anno. Fand ich sehr witzig. Hier vorne geht's lang. Kommen wir da unten durch? Ja. Hier, da werden die Kautschukbäume gequält. Erinnert euch? Da vorne, die Frau. Sticht mit einem Messer in den Kautschukbaum rein, reißt eine Wunde runter, lässt ein weißes Blut raustropfen. Das ist ja hier die, also nicht meine, die Fantasie dieses leicht sensiblen Texters, den wir da eben hatten. So furchtbare Geschichten entstehen hier. Verbrechen. Verbrechen an Bäumen. Pfui.